Die News aus dem Trainingslager des FC Hansa Rostock. Drei Fragen haben wir auch an Manni Starke vorbereitet, unseren Nationalspieler aus Namibia. Du warst ja dort über Weihnachten und Neujahr. Und da fragt man natürlich, nimmt sich auch Manni Starke was fürs neue Jahr vor? Wie sind so deine Vorsätze? Ja klar, das glaube ich macht jeder. Jeder nimmt sich was vor und ich persönlich nehme mir vor, an meiner Chancenverwertung zu arbeiten und um so noch mehr Einsätze zu bekommen als jetzt in der Hinrunde natürlich, egal ob vorne oder links. Und ja, das sind die Vorsätze, dass wir auch natürlich erfolgreich mit der Mannschaft weiterarbeiten. Du warst letztes Jahr auch mit im Trainingslager, jetzt hier in Spanien, Türkei. Wie ist so jetzt vor allen Dingen, was die Anlage betrifft und die Voraussetzungen für euch hier zu hart zu arbeiten? Gibt es da Unterschiede? Wie findest du es hier? Ich finde es sehr gut hier. Ich fand die Türkei aber auch sehr schön. Aber die Plätze sind ja optimal und das wollen wir haben. Wir wollen ja gut arbeiten und dafür ist die Anlage hier perfekt. In rund anderthalb Wochen geht es los zum Start beim VfB Stuttgart 2. Ihr arbeitet hier sehr intensiv, teilweise dreimal am Tag ist hier Training. Wie steckt man das eigentlich weg? Ich meine, du bist noch ein junger Mann, da steckt man das bestimmt einfacher weg. Aber was macht man so zwischen den Einheiten, um auch gut zu regenerieren? Ja, die Intensität ist gut, aber ich glaube, der Trainer hat auch ein gewisses Händchen dafür, um zu wissen, wann man ein bisschen ruhiger machen muss und wann nicht. Und so wie es zurzeit ist, ist ganz gut. Und da haben wir noch Schelle und Steffen, die uns dafür fit machen, dass wir es auch durchhalten können. Alles klar, dann halt gut durch und dann sehen wir uns am Ende des Trainingslagers nochmal.